Hi guys, it's Sandy. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt's von mir ein Video, wo ich meine Custom-Made Make-Up Geek Palette vorstelle. Ich hatte die ja vorgestellt in meinen Jahresfavoriten. Und da haben einige mir privat geschrieben und auch in den Kommentaren hinterlassen, dass sie gerne ja, die Palette komplett sehen möchten mit den verschiedenen Namen von den Make-Up Geek Shadows. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das gerne. Bevor wir anfangen, möchte ich noch eine Abonnentin grüßen, und zwar die Priya oder Pyra, wie ich sie aus Versehen schon ein paar Mal im Chat genannt habe. Priya, ich danke dir vielmals, dass du ein Teil von unserem Kanal bist. Du bist eine ganz, ganz süße Maus. Bleib so, wie du bist. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt es mir bitte einfach in die Kommentare. Dann versuche ich das bei jedem Video, dass ich eine Person grüße. Falls ich mal niemanden habe, grüße ich natürlich niemanden oder jemanden, der beim letzten Video nicht drangekommen ist. Das probieren wir jetzt einfach mal aus, ob es funktioniert oder ob es Streit gibt oder nicht. Und falls es klappt, dann mache ich das gerne in jedem meiner Videos. Also schreibt mir einfach in die Kommentare sowas wie Sandy, bitte grüß mich oder Sandy, kannst du mich grüßen? Dann mache ich das gerne. So, dann meine Make-Up-Geek-Palette. Ich glaube, es sind alles Make-Up-Geek-Eyeshadows, bis auf eine einzige. Die ist von Anastasia Beverly Hills. Ich hätte gesagt, wir fangen von oben an und arbeiten uns bis zum Schwarz vor. Die erste Farbe ist komplett weiß. Es ist alles von Make-Up Geek, das heißt, ich sage es jetzt nicht extra dazu, dass es von Make-Up Geek ist. Und die Farbe heißt White Lies. Ist einfach ein Weiß. Ist ideal für unter die Augenbrauen. Die nächste Farbe ist auch für unter die Augenbrauen und sie heißt Vanilla Bean. Hat so einen bisschen, ein ganz klein wenig Schimmer. White Lies ist matt. Ich zeige es euch dann auch noch gleich mal alle. So, die nächste Farbe ist einer meiner Lieblingsfarben. Und zwar heißt die Shimmer Shimmer. Das ist wirklich ein richtig toller Ton, der ist auch extrem pigmentiert. Ich weiß nicht, sieht man das hier immer? Ich befürchte nicht. Ich zeige es aber später dann nochmal komplett. Shimmer Shimmer ist, wie der Name schon sagt, ein Shimmer Eyeshadow und sieht mega, mega toll aus. Auch ich habe sie heute hier in der Inner Corner. Der nächste ist Whimsical. Whimsical ist ein Fold Eyeshadow. Das heißt, der ist nochmal mehr pigmentiert und sieht so ein bisschen nass aus. So, nur mit einem einzigen Swipe. Jetzt kommen ein paar Fold Eyeshadows. Jetzt kommt In the Spotlight. In the Spotlight ist eher so ein Roségold. Dann haben wir Starry-Eyed. Das ist ein bisschen heller wie wie In the Spotlight. Und dann haben wir einer meiner Lieblings-Eyeshadows, und zwar Grandstand. Das ist auch ein Foiled-Eyeshadow. Und zwar ist der eher bräunlich, ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sehen kann. Dann haben wir als nächstes Peach Smoothie. Peach Smoothie ist ideal für in die Lidfalte. Als allererster Lidschatten. Und um Lidschatten zu verblenden. Dann haben wir Creme Brûlée. Das ist mein persönlicher Favorit für die Lidfalte, weil ich ein bisschen einen dunkleren Hauttyp habe.
Ich habe so ein bisschen olivfarbenen Hautton. Dann haben wir eine der neuen Make-up Geek Eyeshadows. Das ist Tan Lines. Das ist ein bisschen dunkler. Und ist ideal, um zum Beispiel nochmal extra zu verblenden. Ich muss nur mal wieder abwischen, weil sonst, sonst sehe ich gleich aus. Dann haben wir Chickadee. Chickadee ist ein orangener Eyeshadow und der ist super, super bekannt und auch beliebt. Ich mag den total gerne. Als nächstes haben wir so eine Baby-Kotz-Farbe. Das ist Desert Sands. Ich liebe Desert Sands. Ich nehme das ganz oft einfach alleine her. Einfach auf das ganze komplette Auge, dann Chickadee in die Crease und dann bist du fertig. Als nächstes haben wir Frappé. Frappé ist so ein bisschen ein kühlerer Ton, der sich immer dann anbietet, wenn man extrem warmes Auge hat und dann ein bisschen, noch ein bisschen, einen kühleren Ton reinbringen möchte. Und Barcelona Beach ist quasi noch kühler. Frappé ist dann warm im Gegensatz. Der ist, passt ideal. Passt ideal dazu. Wie man sieht, ist aber meine ganze Palette relativ warm, weil ich liebe warme Töne. Ich möchte am besten immer so Red Smoky Eye. Das ist mein absoluter Favorit, Red Smoky Eye. Die nächste Farbe, die ich habe, ist Morocco. Morocco ist, ich hätte gesagt, wir arbeiten uns jetzt hier langsam nach oben wieder von der anderen Seite. Wir hätten hier irgendwie vorne anfangen sollen, aber egal. So, Morocco ist ein wunderschöner, so rot-oranger Ton. Dann haben wir Mango Tango. Mango Tango ist eher so pink-ish. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel genommen. Weil jedes Mädchen braucht Pink in ihrem Leben. Als nächstes kommt mein, ich glaube, das ist mein absoluter Liebling, nennt sich Bitten. Ich hatte Bitten auch schon dran am Kanal. Wenn ihr möchtet, können wir gern mit Bitten ein Make-up-Tutorial machen. Und zwar mein Lieblings-Augenlook sozusagen. Swatcht sich jetzt nicht am schönsten, aber ich verspreche euch, am Auge sieht Bitten so mega aus. Also ich liebe Bitten, ich könnte Bitten jeden Tag tragen. Ach, ja. Mich fragen immer alle, warum trägst du schon wieder Bitten? Ja, weil ich die liebe, ganz einfach. So, dann kommt nochmal ein Eyeshadow, den ich eigentlich ständig hernehme. Und zwar ist das Coco Bear. Coco Bear ist so ein rotbraun. Ich liebe Coco Bear für, oh Gott, Coco Bear ist so extrem pigmentiert, seht ihr das? Seht ihr das? Ich nehme Coco Bear unglaublich gern, um Sachen zu verblenden, um ja, dem Ganzen nochmal ein bisschen einen wärmeren Ton zu geben. Coco Bear ist spitze. Wenn ihr wirklich bloß Budget habt für wenig Eyeshadows, holt euch auf jeden Fall Coco Bear noch mit. Die nächste Farbe ist Mocha. Mocha ist einfach ein, ich hätte gesagt, ein True Brown, also ein echtes Braun. Ist perfekt für so einen Flat Definer, um nochmal den unteren Wimpernkranz zu betonen. Ja.
Als nächstes haben wir Drama Queen. Drama Queen ist ein lila. Ein extremer lila Ton, den ich persönlich nicht so oft hernehme, aber ich habe ihn, deswegen zeige ich ihn euch. Ich glaube, ich habe Drama Queen bis jetzt nur einmal hergenommen. Aber was soll man tun? So, als nächstes haben wir Dirty Martini. Das ist ein Grün. Ist ideal für so einen grünen Smoky Eye vielleicht. So, dann haben wir die letzte Reihe. Und zwar, das ist mein einziger Eyeshadow von Anastasia Beverly Hills in der Farbe Henna. Moment, ich muss hier noch mal schnell. Henna ist unglaublich toll, ihr werdet es gleich sehen. Seht ihr das? Seht ihr Henna? Henna ist Wahnsinn. Fürs ganze Lid, für ein Red Smoky Eye. Oh my goodness, you guys. Oh my goodness. Dann wieder Make-up Geek, Glamorous. Habe ich ein bisschen wenig erwischt, leider. Ich hoffe, ihr seht es trotzdem. Make-up Geek Glamorous ist so ein Gold-ish. Jetzt haben wir noch zweimal Foiled Eyeshadow. Puh. Und zwar ist der nächste Legend. Legend ist Wahnsinn. Legend sieht so toll aus. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal ein Make-up-Tutorial mit Legend machen. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr Legend? Oh my goodness! Legend ist der Oberhammer. You guys, der Oberhammer. Legend ist so ein toller. Ich habe den als ich bei Nick Carter in Kanada war, habe ich den getragen zu meinem Dirndl. Ich trage den eigentlich ganz oft zu meinem Dirndl, weil es spitzenmäßig aussieht zu meinem Dirndl. Und ich hatte ihn schon ganz oft dran und der ist wunderschön. So, als nächstes haben wir Fantasy. Das ist auch wieder ein Grün. Und das ist so ein Duochrome, seht ihr das? Der vorletzte heißt Pegasus. Es ist so ein richtiger Türkisblau. Und dann ist er mir runtergefallen. Und dann haben wir noch das schwärzeste Black aller das schwärzeste Schwarz aller schwärzesten Schwarzen. Und zwar ist das Corrupt. Also wenn ihr wirklich ein True Black haben wollt, seht ihr das? No cheating. Das ist ein einziger Swipe gewesen. Ist das Corrupt. Corrupt ist das beste Schwarz, das ich jemals hergenommen habe. Vergisst alles andere. Die Make-up Geek Eyeshadows sind super günstig. Die bekommt ihr auf Beauty Bay oder auf der Make-up Geek Webseite. Die kosten nicht viel zum Schicken. Ich glaube, zwischen 7 und 12 Dollar kosten die zum Verschicken. Ihr müsst natürlich dann 19% Umsatzsteuer bezahlen, wenn ihr über die Make-up Geek Webseite bestellt. Aber auf Beauty Bay, glaube ich, ist es. Ich werde es euch aber auf jeden Fall verlinken, wo ihr die Eyeshadows herbekommt. Da könnt ihr die, glaube ich, ohne dass ihr Zoll bezahlen müsst, auch bestellen. Sie sind super, super günstig. Also MAC ist ja sowieso nicht cruelty-free, also tierleidfrei. Die kosten Schweinegeld, irgendwie 16, 17, 18, 19 Euro, ich weiß es nicht. Make-up Geek, glaube ich, kosten 7 Dollar. Die Foiled Eyeshadows kosten 10. Oder sind es 8 Dollar? Wollen wir gucken? Tja, 6 Dollar, ihr. 6 Dollar. Die kosten 6 Dollar. Nochmal 6 Dollar. Also ganz ehrlich, sogar wenn wir dann da noch 20% bzw. 19% Umsatzsteuer drauf bezahlen müssen, dann sind die immer noch halb so teuer fast wie MAC Eyeshadows. Und MAC Eyeshadows sind nicht so gut und sind nicht tierleidfrei.
Also, lasst uns die bei Make-up Geek kaufen. Das war meine Palette. Falls ihr noch Fragen habt oder irgendwas nochmal genau wissen wollt, wofür ich welchen Eyeshadow hernehme, für welchen Lidschatten, ich sage das immer alles auf Englisch, ich hoffe, ihr versteht mich, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde versuchen, alles zu beantworten. Und dann sind wir schon fertig für heute. Ich hoffe, ihr seht das alles wunderschön. Soll ich nochmal kurz näher kommen? Soll ich kurz nochmal näher kommen? Ich komme nochmal näher. So, das sind alle Eyeshadows, die ich habe. Alle von Make-up Geek, bis auf Henna, ist von Anastasia Beverly Hills. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir doch einen Thumbs up. Und ich würde mich über ein kostenloses Abo freuen von euch. Und wie gesagt, falls ihr gegrüßt werden wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde versuchen, jeden zu grüßen, der mir schreibt, dass er gegrüßt werden möchte. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!